Hallihallo, Hallöli, willkommen bei mir im Kanal bei Chemie Zockt. Heute wieder mit einem Rache-Raid-Glitch-Video in Update 1.16.4, also Season 6. Also ja, es funktioniert immer noch mit dem Verdoppeln, mit dem Dupen. 40 Stahlbarren in C4 und 100 Rocker-Magazine wurden mir gestohlen und 15 M16. Habe ich gerade überlegt, ob ich den Rache-Raid machen soll, aber um halt zu zeigen, dass das immer noch funktioniert. Auch bei dem neuen Update bei Season 6 werde ich das jetzt mal gleich in Angriff nehmen. Im Truck hatte ich unter anderem die 40 Stahlbarren, 2 C4 und 2x50 Rocker-Magazine. Rocker-Magazine 1 C4 und Stahl wurden geklaut und die Klamotte habe ich da drin gehabt. Das heißt, ich werde gleich gedupt finden. Einmal Schuhe, Jacke, Hose, Mütze und das C4. Zusätzlich ist der Schrank hier geknackt worden. Da waren die 10 Scars drin. Die 10 Scars sind hier reingelegt worden. Also werde ich gleich hoffentlich in der Base 10 Scars gedupt finden, einen Satz Klamotte, ein C4, werde hoffentlich meine 40 Stahlbarren, ein C4 und 100 Rocker Magazine wiederfinden. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal raus, gucken, wer denn das Ziel sein wird. Dann ein bisschen Recherche machen bei YouTube und vielleicht mal gucken, ob bei mir im Discord zu der Base schon was existiert. Aufstelle wollen wir jetzt nicht. Wir haben Linear Search. Ich meine, den habe ich selber kürzlich erst gehabt. Ich schaue jetzt trotzdem auf YouTube mal nach, wie die Base aussieht. Werde mich dann entsprechend ein wenig ausrüsten und würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich in die Base reingehe, beziehungsweise dann schon drinne bin. Also bis dahin. Ja, würde ich sagen, mal wieder Glück gehabt. Das ist eine große Steinbase, wo 14 Truhen in einem großen Raum stehen. Es gibt einige YouTube-Videos dazu, allerdings gibt es hier noch ein kleines Räumchen, wo man in keinem der Videos sieht, was da drin ist. Deshalb würde ich sagen, ich schaue erstmal da rein, ob da auch noch Kisten drin sind. Ich habe jetzt also... Ah, okay, drei Betten sind hier drin, also der Raum, jetzt weiß ich auch, warum der in den einzelnen YouTube-Videos immer ausgelassen wurde. Ich weiß nicht, ob die anderen wussten, was da drin ist. Das heißt, wenn ich jetzt eine beliebige andere Wand aufsprenge, bin ich schon in dem großen Raum drinne. Würde ich sagen, holen wir uns das C4 erstmal wieder und dann geht's weiter. Dudelö, 3 Minuten und ein Clear-Data später sind wir wieder da, haben unser C4 wieder. Und dann würde ich sagen, Aufgabe abgeschlossen. Ach, das ist ja auch noch eine Aufgabe, ein C4 zu verwenden. Passt hier perfekt. Hier haben wir jetzt also sämtliche Truhen, die es hier in dem kleinen Hütchen hier, wenn man es so nennen will, gibt. Hier oben, keine Ahnung, ob es da eine Stahlwand gibt. Oh, da haben wir schon Schaden gekriegt. Also auch ganz praktisch. Drumherum stehen ganz viele Stachelfallen. Ich habe extra keine Rüstung angezogen, weil ich ja hoffe, meine Rüstung hier gleich wiederzufinden. Und jetzt erst mal hier reingucken. Hier haben wir schon mal unsere, oder einmal 50 Shopper-Magazine. Ach, jetzt kommen die hier angerannt. Genau, jetzt muss ich einmal gucken. Ich habe mein Hündchen extra mitgenommen. Ob wir jetzt hier die Stachelfallen benutzen. Auf jeden Fall können wir uns später damit selber umbringen. Das ist schon mal von Vorteil, wenn es hier Stachelfallen gibt. Da oben ist eine Klingel. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir da nicht durchlaufen. Ja, das ist natürlich doof. Kriegen die da überhaupt? Die Zombies kriegen Schaden, okay. Komm, wir machen die kaputt. Der Rest ist schon kaputt, okay. Gehen wir rein, hauen wir weiter auf die Kisten. Hier habe ich gar nicht reingeguckt. Ach, guck mal, hier ist noch ganz viel zu heilen drin. Hätte ich mir heilen auch sparen können. Macht nichts, haben wir jetzt mitgenommen. Da auf die Kisten eindreschen. So, hier haben wir 50 Shopper-Magazine, eine Scar, schon mal die Hose, können wir schon mal anziehen. Ah ne, die geht dann gleich kaputt, das will ich natürlich auch nicht. Ach guck mal, da kam noch ein, kam noch ein Floaterblau da angerannt. Dann tun wir die mal dahin, so, gucken wir mal weiter. So, hier haben wir das C4, das gedupte, und noch eine Scar, wunderschön, wunderbar. Hier gibt es auch eine Kiste mit Waffen, die nicht von mir sind.
muss ich gucken. Ich habe jetzt nur eine Waffe mitgenommen, okay. Die laufen alle schön. Ah, was heißt schwer? Ich krieg Schaden. Die sind alle nach innen gerichtet oder was? Die Stacheln, dann bringen die mir natürlich gar nichts. Gut, machen wir die so kaputt. Hier sind noch Holz und Eisenbarren drin. Hier, oh, nochmal zwei Gas. Ja, hier ist noch Motorblock drin, ein roter Coupon. Ist natürlich auch nicht jetzt die Welt, aber besser als gar nichts. Ja, obwohl, hier sind die eben angesprochenen vier Waffen, die nicht von mir sind. Aber die Mütze ist meine. Den Sprit tun wir da weg. Und die Shopper-Magazine sind doch gedupt. Da ging ich jetzt davon aus, eigentlich nur meine wiederzufinden. Okidoki. Everything went better than expected. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, nur meine 100 wiederzufinden. Jetzt kommt die letzte Welle gleich noch. Wunderbärchen, das läuft ja besser als gedacht hier. Jawohl, everything went better than expected. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier noch nicht sterbe. Ich möchte gerne erst nochmal einen Shopper vollpacken. Hier muss schnell was essen gehen. So, ham. Ja, nice. Sind die trotzdem gedüstet? Ich hab das Stahl noch nicht gefunden, ne? Macht ja nichts. Ein Benzinkanister habe ich gefunden. Oh, jetzt habe ich. Ah, ich Idiot. Okay, machen wir das so und so. Ja, dann ist ja noch besser, noch nicer. Wenn ich jetzt hier, was nehme ich mit? Ich nehme, glaube ich, erstmal die. Ist ja egal, ich kriege eh gleich alles mit. So, wunderbar. Guck mal. Besser als gedacht. Ja, geil. Alles raus. Das da rein, das da rein. Das und das. Damit ich da gleich nur vorbeilaufen muss und auf alles nehmen klicke. Haben wir doch 200 Rocker-Magazine gefunden. Das erstaunt mich jetzt selber, weil die wurden ja nicht zurückgelegt, die wurden ja mitgenommen. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht so richtig, aber was soll's. Ja, nehmen wir mit, gell? Lassen wir uns nicht lumpen. Jetzt haben wir hier noch drei Kisten, gleich ein bisschen rumfrickeln müssen. Ja, oh, das C4 wurde auch vermehrfacht. Jetzt müssen wir nur gucken, ob auch. Also Stahl glaube ich nicht, das ist auch noch okay, das wäre es natürlich jetzt. So, die nächsten zwei Kisten müssen wir gleich gucken. Einen machen wir auf, dann kommt der große. Oh, guck mal hier, die Rüstung auch. Ich fass es ja nicht. Also, das ist mir jetzt selber unerklärlich, warum. Aber es scheint zu funktionieren. Jetzt muss ich mir hier gerade nur irgendwie eine Kiste zurecht basteln. Da hier ist eine leere Kiste. Okay, alles rein. Wo ich dann gleich auf alles nehmen klicke, wenn ich denn wiederkomme. Weil da die zwei muss ich noch aufhacken. Das ist ja richtig geil. Das muss ich wieder merken, weil ich. Ach, warte, ich tue es da oben rein. Mal hier alles nehmen und da oben alles rein. Wenn ich dann gleich in die zwei dazu hacke, komme ich hier schneller vorbei. Dann hoffe ich mal, dass dann hier auch noch mehr Stahl drin ist. Aber ich muss jetzt gerade dann gucken. Doch, da haben wir ein Set, was ich gleich anziehen kann. Eine Waffe in die Hand. Machen wir das doch so, genau. Nice, nice, nice. Hätte ich jetzt selber nicht gerechnet, dass das hier trotzdem vervielfältigt wird, obwohl es gestohlen wurde. So, das packen wir zu Hause jetzt erstmal weg. Dann gucken wir mal, dass wir hier mal sterben. So. Dacheln laufen, genau, zack, boom, bang. Ja, Leute, also, obwohl es gestohlen wurde, wurde es jetzt vervielfältigt. Ich dachte immer, der Bug basiert darauf, dass es zurückgelegt wird. Mir jetzt gerade selber nicht ganz verständlich, warum, aber ihr habt selber gesehen, es waren gerade 200 Chopper-Magazine, die Rüstung war auch in doppelter Ausführung da. Pack das jetzt mal hier in meine leere Kiste, dann gucken wir gleich mal die effektive Beute. Weil, weiß gar nicht, ob ich überhaupt gleich alles mitkriege. Gut, der Große wird mir gleich ein paar Schläge versetzen. Wo laufe ich denn jetzt hin?
Hier war die leere Kiste. Machen wir hier mal alles rein. Also das ist bisherige Beute. Plus das, was da oben gleich noch rumliegt. Okay. Okay, okay, okay. Gut, weiter geht's. Dann holen wir uns den Rest mal. Die weggeschossene, eingeschossene Glock lasse ich liegen. Ich werde dann jetzt von den Waffen, die ich plündern will, ausrüsten. Aber jetzt, ja, Abwurfstelle ist mir jetzt egal. Also, läuft alles viel besser als gedacht. Es ist eine Base, wo ich nicht lange rumsuchen muss, wo alle Kisten aneinander stehen. Es ist eine Base, wo ich alle Kisten aufkriege. Und auch noch Sachen vervielfältigt, die ich dachte, mir nur zurückholen zu müssen. Wunderbar, also besser kann man es ja fast nicht haben. Juti, auf geht's, weiter geht's. So, was haben wir hier reingesteckt? Alles nehmen. Mal erstmal die anziehen hier, zack. Schon mal Kofferraum beladen. Da und da. Dass man das immer noch nicht mit Doppelklick wieder da reinmachen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Muss man da immer alles hin und her ziehen. Oh, hier die Glocken lassen wir ja hier. Noch ein paar Schuss drin und jetzt kommt gleich eh der Große. Soll ich mir denn noch ein paar Sachen zurechtlegen, die man... Ach guck, hier ist noch Benzin drin. Hatte ich ja gar nicht am Schirm. Noch ein paar Sachen zurechtlegen, die man eventuell auch noch mitnehmen will. Ah, hier, genau. Die. So. Da war doch noch... Genau hier, das wollen wir auch noch mitnehmen. Machete auch noch. Wie sortierten er das? Wenn ich das jetzt reinsortiere. Erstmal alles nehmen. Die Beile nehmen wir nicht mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Schuhe anziehen und die Jacke anziehen. Den Sprit füllen wir uns noch. Habt ihr Machete? Tue ich mal da rein. Sprit tun wir noch in Shopper. Hier ist leer. Hier sind noch Beeren. Nom. Und Zipken lassen wir hier. Genau. Hier war sonst weiter ein Alubarren. Nein. Das können wir noch aufstocken. Da haben wir ja hier. Da guck mal, können wir noch aufstocken. Wunderbar. Und den Sprit noch gerade einfüllen. Das glaube ich, habe ich auch noch nie gemacht, mit dem Anzug hier beim Raid rumlaufen. Aber es ist halt, damit ich ihn mitnehmen kann. Da blub blub und da schwupp. Was fehlt denn noch? Mir fehlt noch eine Jacke und eine Mütze. Da rüsten wir noch zwei Waffen aus. Das verringert die Laufgeschwindigkeit. Die Waffen verringern alle die Laufgeschwindigkeit, ne? Mit welcher kann ich dann? Mit der Glock kann ich am schnellsten laufen. Mal Glock und VSS. Das ist Bonusbeute quasi oben on top. Ja, C4 anstatt 1 sind es 2. Rüstung anstatt 1 sind es 2. Rockermagazine 200 statt 100. Würde ich sagen, jetzt kriegt ihr schon wieder feuchte Finger hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wenn ich jetzt eine Kiste aufmache, kommt der Große. Dann muss ich schnell gucken, schnelle Finger haben. Warte mal, jetzt ist das Beil kaputt. Ich kann gar nicht mehr nochmal draufhauen, wa? Nochmal ein neues Beil hier irgendwo rausnehmen. Wo habe ich ihn hingepackt? Da. Nehmen wir volles Beil. Das ziehen wir schon mal ein bisschen so zurecht. Damit dann die Sache, die ich auf mit alles nehme, auf der rechten Seite sind, damit ich es schneller klicken kann. Ne, dann landet hier das Zeug. Okidoki, komm, gucken wir mal da rein. Boom, was haben wir hier drin? Da ist die M16. Oh, noch ein C4, noch ein C4. Die Maske. Oh, ja, komm, geh weg. Wir machen es, glaube ich, noch einmal so, dass ich den Großen mal da hinten in die Ecke stelle und dann nochmal von der Karte laufen lasse. Sicher ist sicher. Jetzt hat natürlich die Rüstung ein paar Schläge abgekriegt, aber was soll's.
Was soll's. Ich will nochmal in Ruhe in die eine Kiste reingucken. Und dann da noch schnell rausnehmen, was ich da haben will. Ich mache einfach alles nehmen und dann können wir nochmal rein und rauslaufen, weil wenn man ja nicht in der Base steht, sondern auf der Weltkarte, kann man ja Sachen aus dem Inventar rauslöschen. Kiste hatte ich jetzt aufgehackt, ne? Das heißt, wenn ich das Beil noch in der Tasche habe, kann ich das jetzt schon mal weglöschen. Dann laufen wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite von der Karte, damit der Große da oben steht, wenn ich nochmal reinkomme. Gut, Rüstung jetzt ein paar Schläge abbekommen, genau, das Beil brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich 3 C4, obwohl eins gestohlen und eins umgelagert wurde. Ich habe also das Gestohlene wieder gefunden, das Gestohlene nochmal verdoppelt. Okay, ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie habe ich den Überblick verloren, was ich im Shopper habe und was ich schon nach Hause gebracht habe. Nur die Stahlbarren sind nicht verdoppelt, wie es aussieht. Und die Skars sind nicht verdoppelt, obwohl die Skars nicht... Ah ja klar, die sind ja nicht gestohlen worden, eben. Die 10 Skars, die ich ja eh zu Hause noch in der Kiste habe. Also das ist alles einer der richtig guten Bugs-Raids, die ich hier gerade mache. Weil da sind Sachen, obwohl sie gestohlen wurden, verdoppelt. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich schnell oben auf die gegenüberliegende Seite sprinte. Damit der Große da oben steht, während ich dann gleich unten wieder reinrennen kann. Lauf, Chemie, lauf. Genau, erstmal, guck ich mal, erstmal heilen. Dass ich den hier irgendwo, dass ich jetzt hier rausrenne. Dann steht er nämlich da und muss jetzt gleich erstmal ein paar Sekunden rennen. Und ich hoffentlich in die Base reinkomme, in die Kiste gucken kann. Mir das gute Zeug dann noch rauspicke. Ansonsten muss ich nochmal raus rein und den woanders positionieren. Zwar heißt es von Sprinten wieder nicht noch nicht bereit, ne? Ne, ist noch nicht bereit. Aber lauf, Chemie, lauf. Die Kiste hier war es, ne? Da ist noch eine M16 drin. Okay, komischerweise habe ich jetzt noch Platz im Inventar. Nehmen wir die Machete noch mit und die Hühnchen. Ja. Auf Wiedersehen. War sehr schön. Ist ein guter Raid gewesen. Ja, geile Scheiße. Shopper war ja voll. Inventar ist voll. Gut, Hühnchen und Machete ist jetzt quasi nur eine Notlösung. Aber ich habe diesen Anzug hier verdreifacht, wenn man so will. Er ist mir nicht gestohlen worden und ich habe ihn zweimal geklaut. Kurioserweise das Stahl oder die Stahlbarren wurden 40 geklaut. Ich habe jetzt 40 zurückgeholt. Oder ich war wirklich extrem blind und habe sie nicht gesehen, wenn sie noch irgendwo anders drin gewesen sind. C4 wurde eins gestohlen, eins umgelagert und ich habe 3 geholt. Ich würde sagen, ich fahre jetzt mal nach Hause, sortiere das alles in meine Kisten ein. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich den Raid begutachte. Also bis gleich. Ja, dann sind wir jetzt mal hier und begutachten mal den Loot. Also, nochmal zur Erinnerung. Das wurde gestohlen. 40 Stahlbarren, 1 C4, 100 Rockermagazine, 15 M16. Nicht gestohlen wurden, weil wieder zurück in die Kiste gelegt. 10 Skars, 1 C4 und ein Satz von der guten Rüstung. Geklaut habe ich 3 C4, also das eine, was mir gestohlen wurde verdoppelt und das, was nicht gestohlen wurde anscheinend verdoppelt. Ich hatte nur 2 C4 im Truck liegen. Komischerweise habe ich nur 5, 6, 7, 8 Skars gefunden. Ich habe meine sämtlichen 15 M16s, wie es klingt, gefunden. Zusätzlich dazu eine Schrotflinte, eine M16, eine Glock, eine Machete, noch eine Glock und eine VSS, habe einen Satz Rüstung an und habe noch einen Satz Rüstung hier in der Kiste und von den 100 geklauten Shopper-Magazinen, Rocker-Magazinen habe ich 200 zurückgeholt. Dafür wurde auch das Stahl nicht vervielfältigt, die Stahlbarren. So langsam fange ich doch an, die Glitch nicht ganz zu verstehen. Aber mir soll es recht sein, wenn ich jetzt hier mehr Rocker-Magazine habe als vorher. Gut, die
20 Hütchen und die Machete war jetzt im Prinzip nur Notlösung, weil ich noch Platz im Inventar frei hatte. Gut, ich habe sogar auch noch einen Benzinkanister und zwei Benzinflaschen in meinen Tank eingefüllt. Und ich bin, glaube ich, mit 12 Medipacks losgezogen, komme jetzt mit 18 wieder. Alles in allem sehr gut geradet, sehr gut geglitscht, sehr gut gebackt. Jetzt habe ich also hier von dieser Rüstung eine an, eine hier in der Kiste, eine hier in der Kiste und ich glaube oben in der Kiste. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Satz davon. C4 habe ich 1 benutzt und 3 mitgebracht, also effektiv auch ein Plus von 2. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also auch mit Update 1.16.4 bzw. Season 6 funktioniert das Ganze noch. Ich hoffe, ihr konntet hier ein bisschen was Spaß haben mit mir zusammen. Das Video ist jetzt zu Ende. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht, einen guten Abend, schönen guten Morgen, Mahlzeit oder guten Tag. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, würde mich freuen, wenn ihr wieder Kommentare, wenn ihr wieder Likes und Abos da lasst und die Glocken haut und weiß ich, was alles tut. Und euch freut, wenn ich demnächst wieder livestreamen werde. Weil ich habe zurzeit etwas, ja, ich sag mal, krank. Ich habe mir irgendwie den Rücken verdreht. Ich kann gerade nicht wirklich lange sitzen. Das Video hier habe ich ja auch extra mehrere Happen aufgenommen, weil ich nicht so lange sitzen kann. Ich sag bis dahin, bye bye, macht's gut. Habt noch eine schöne Zeit, auch trotz und oder wegen oder gerade wegen Corona-Ferien und weiß ich was. Ich sag bis dahin, bye bye, macht's gut. Euer Chemie.